willst ja einfach jedes Mal direkt auf einen schießen. Habe ich überhaupt noch irgendwelche Missionen? Nee. Aber Geld haben wir jetzt gerade ordentlich. Ich denke, ich werde mir also mal nachher am Münztelefon Tipps kaufen. Damit ich hier vielleicht ein bisschen schneller vorankomme. So. Mission erfüllt. Ein bisschen trainieren und dabei ein bisschen laufen. Und mal gucken, ob ich die 100 voll kriege. Dann werde ich mich nämlich darum vorerst die nächste Zeit nicht mehr so stark kümmern müssen. Vollkommen aus. Machen wir noch ein bisschen die Geschwindigkeit. Entschuldigung, wollte nur gucken, was du so anzubieten hast, Malkaff. Gut, ich werde jetzt eh gleich eine Schlägerei anfangen, da wäre das ziemlich blöd. Aua! Aua! Heute nicht! Game over? Nächster! Oh, schon wie ist es sofort wieder abgeknallt, das ist ein Witz. Wieso kann ich nicht mit dir reden, Mann? Freizeit. So, gehen wir mal hin. Und gehen telefonieren.
Bewusstlose Wärter, was wäre, wenn du irgendwie einen Abdruck von einem Schlüssel anfertigen und ihn zurückbringen könntest, bevor jemand überhaupt merkt, dass er weg war? Du würdest schon mal nicht in Einzelhaft wandern. So viel steht fest. Ja, das Problem, ich muss dafür erstmal eine Gießform machen. Wenn du andere Arbeiter bei ihrer Arbeit störst, schaffen sie vielleicht ihr Arbeitspensum nicht. Dann werden sie natürlich entlassen, klar. Wachtürme schränken deine Bewegungsfreiheit in dem Außenbereich tagsüber ein. Nachts sieht es aber ganz anders aus. Ja, ne? Ey, Minecraft! Ne, gar nicht mal so dicke Buddies. Mal ändern, ne? Hab ich dafür überhaupt was? Nicht wirklich. Kann ich eigentlich mit einem Kamm? Das ist doch Plastik, ne? Flüssiges Plastik, genau. Und mit einem flüssigen Plastik kann ich jetzt hingehen und könnte, wenn ich mir jetzt einen Wärter schnappe und mir seinen Schlüssel klaue, Service-Schlüssel. Kann ich jetzt nämlich hingehen, craften, zack, zack. Nichts passiert. Scheiße! Fuck. Das hat jetzt nicht so funktioniert wie geplant. Ey. Achso, weil ich das Dings hatte. Will ich haben, die Schokolade. Alter Mann, lass mich doch in Ruhe. Was ein Arschloch. Oh, wie mache ich denn das am besten? Ich dachte, ich brauche einfach noch flüssiges Plastik dafür. Und dann halt den Schlüssel reinzudrücken, dann habe ich die Form nämlich. So einfach ist es dann aber wohl doch nicht. Was ein Scheiß. Och, komm. Hast du was? Damit könnten wir uns nachts bewegen. Oder hätte ich noch Klebstoff gebraucht oder irgendwas? Ich weiß es leider nicht. Was will ich mit Bleichmittel? Ich weiß es nicht. Die Freundschaft hier verbessern. So. Gut, jemand hat in den Teich gekackt. Ja, das machen sie scheinbar sehr gerne hier. Jemand hat alle Kekse verputzt. Will ich mich jetzt nämlich nachts mal hier ein bisschen umgucken. Scheiße.
hat sich dann eh schon mal erledigt. Dann wohl scheinbar auch mit der Wärteruniform, die ich jetzt aber trotzdem mit mir hole. Es werden ja nur die Zellen durchsucht, von daher. Wir müssen jetzt eh beim Frühstück ein bisschen Ärger machen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Scheiße. Es hätte ja funktionieren können. Hat's aber nicht. Ach, jetzt will ich auch noch in Einzelhaft gesteckt. Wie komme ich weiter? Ha, ha, ha. Wie gehe ich das am geschicktesten an? Mann, ich weiß gerade echt nicht. Wie, wo, was, warum? Kann ich die Telefonzelle neu nutzen? Nee. Ich hole jetzt einfach mal das mit, das. Schokolade sowieso. Messer! Genau, ich weiß wieder, wie ich es gemacht habe. Messer sind legal und mit Messer kann ich das Gitter nämlich wegmachen. Genau. Die Frage, was kann ich hiermit so machen? Nichts. Nichts. Also muss ich jetzt mal hammerhart sagen. Der Scheiß hier interessiert mich nicht. Teddybär. Das will ich aber haben. Ach, das ist meiner. Nehmen wir mal hier so. Schokolade nehmen wir mit.
Löffel, damit können wir buddeln. Noch ein Teddybär. Oh Gott, da können wir jetzt hingehen, glaube ich zumindest, so war das. Mit einem Feuerzeug und mit der Schokolade. 8 war dann Intellekt, müssen wir dafür haben. Aber es funktioniert zumindest. Das ist schon mal viel wert. Habe ich schon nachgeguckt, ne? Smallcrafts. Muffin, Rasierschaum, Nagelpflegeset. Ja, mal mit der Rasierklinge. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich die jetzt brauchen könnte, aber es ist ein Versuch rauszufinden. Versuch wert es rauszufinden. Klebstoff auch. Für irgendwas braucht man das nämlich. Kann man das nicht auch schon hier so? Pappmaché. Ist natürlich illegal. Das heißt, wir müssen das verstecken gehen, bevor wir zur Arbeit gehen. Einfach mal hier in die Zelle rein, genauso wie das. Und wir müssen klüger werden. Aber erstmal ist Mittagessen angesagt. Und dann kümmern wir uns langsam um unsere Klugheit. Guck mal, wir haben schon wieder Stärke verloren und Schnelligkeit, weil wir nicht viel trainiert haben in letzter Zeit. Ja, guck mal, den Teddybär können wir eben sogar besorgen. Das ist kein Ding. DVD, Teddybär, eine Kammwaffe von Joshua. Wir halten uns jetzt einfach mal geschickt raus. Och komm, ey. Er hat die Schokolade geklaut. Muss arbeiten gehen, Junge. Lass mich in Ruhe. Lalala, ich verrichte meine spannende Arbeit. Sie ist so spannend und wunderschön. Zack, 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 zack. Tagespensum ist somit dann auch erfüllt. Und, guck mal, ich hab da was für dich, Malkaff. Guck mal, ich hab da noch was für dich, Malkaff. Ups. Malkaff, du warst Taxifahrer? Interessant. Ein bisschen wieder was lernen hier. Gleich geht's ja eh zum Trainieren, dann gleich unter die Dusche stellen. Erste Regel im Prison Club lautet, man redet nicht über den Prison Club. Ja, wo, was war das denn bitte für eine Anspielung? Wer von euch hat's gecheckt? Intelligenz ist gestiegen.
Komm. Stärke. Der ist aber ganz schön müde gerade. Er schöpft sogar richtig. Wie müssen wir noch mal gegen Joshua? Joshua ist er hier. Der links oben. Mit dem müssen wir uns anlegen. Erstmal Essenszeit, klar. Sind auch wieder alle Wachen anwesend. Um rechts. Joshua erwischen, wenn er alleine ist. Wie jetzt. Ja, dann Teddybär an Jakob. Ach, du bist unschuldig, ich auch. Ja, im Knast sind wir alle unschuldig. Teddy. Wer wollte den Teddy nochmal? Jakob. Ist Clark. Oh! Alter! Sorry, Mann, ey, diese scheiß Leertaste-Funktion hier. Trainieren wir mal wieder ein bisschen hier. Erstens, damit wir wieder mehr Vitalität haben, ein bisschen. Und somit wieder trainierter sind und auch mehr Schaden verteilen mit unseren Schlägen und so. Danach kommt die Schnelligkeit wieder ein bisschen dran, damit wir schneller abhauen können. Also schneller als die Werder sind und sowas. Dann hängen wir die nämlich ab. Anstrengend. 88, kurz vor der 100. Du bist schon müde. 91 mittlerweile. Okay. Sch-
Scheiße. Hab nix. Hä? Schlafen. Ausruhen hier schön, ja. Ich glaube, das ist aber auch unerlaubte Waren, ne? Geschmolzene Schokolade. Ich glaube, das hieß mal heiße Schokolade. Bin mir da jetzt aber nicht so sicher. Wir können uns natürlich auch ein Tunnel buddeln mit dem Löffel. Vielleicht mache ich das auch mal. Genau, dafür habe ich nämlich das Holz gebraucht in der Holzwerkstatt. Du musst dir, wenn du dir einen Tunnel buddelst, also wenn man sich einen Tunnel macht, braucht man auch Stützpfeiler für den Tunnel, sonst kracht der Tunnel nämlich ein. Huch. Also ihr merkt schon, das Spiel ist recht komplex teilweise. Deswegen finde ich es auch so verdammt gut. Es ist so ähnlich wie Project Zomboid, teilweise richtig herausfordernd und alles. Wo ist denn Minecraft? Ey, wie geht's denn? Ey, wie wär's? Bock auf heiße Schokolade, Mann. Bisschen heiße Schokolade. Natürlich habt ihr Bock darauf. Ist auch noch irgendwo eine DVD für Minecraft herbekommen. Die Frage ist nur, wo? Wieder die Zellen jetzt durchsuchen gehen, ne? Das ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, um... DVD zu finden. Halt. Oder wir verprügeln halt einfach irgendjemanden. So geht's natürlich auch, aber ich finde es jetzt nicht gerade so die klügste Idee. Mit den Nägeln kann man doch sicher auch bestimmt ganz einfach irgendwas basteln. Die nehme ich mir mal. Die Frage, die ich mir... Was ist denn Pinarium? Die ich mir gerade so nebenbei stelle, ist was bringt es mir irgendwelche Vorteile, wenn ich mich bei den Wärtern gut anstelle und denen, was weiß ich, Geschenke mache und mit denen rede und der ganze Kram? Das habe ich jetzt nämlich noch nie wirklich in dem Spiel probiert. Ich weiß auch nicht, wofür ich den Rastierschrauben brauchen könnte.